Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Diesmal spielen wir einen Klassiker. Ein Spiel, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Und ähnlich wie Prince of Persia mich in meiner Kindheit schon früh begleitet hat. Und zwar Tron 2.0. Die laut Regisseur Steven Lisberger, dem Regisseur des ersten originalen Tron-Films, offizielle Fortsetzung zu Tron, das heißt Tron Legacy, ist auch, also erstens ein okayer Film, der erste Teil ist wesentlich interessanter, aber Tron Legacy ist im Grunde der Teil 3, wenn man es dann genau nimmt. Genau, also für Leute, die Tron nicht kennen, würde ich sofort empfehlen, wie eigentlich bei all diesen Tentumsetzungen, schaut euch bitte erstmal den originalen Tron an. Sehr, sehr guter Film, großer Kultfilm, hat die Art, wie wir heute Filme machen und sehen, stark verändert. Zum Positiven und zum Negativen. Weil es war der erste Film, der im großen Stil CGI benutzt hat, um seine Geschichten zu erzählen. Und ziemlich erfolgreich ist, wenn man den Film heute guckt, der ist ja von 1982. Also jetzt mittlerweile schon, wie alt, 34? 35. 35 Jahre alt, boah. Wenn man guckt, auf Blu-ray gerade, wo die Farben so richtig poppen. Also, sehr, sehr guter Film. Macht sehr viel Spaß. Sehr interessant ist auch, also der wirkt vielleicht für moderne Zuschauer heute, wenn man den zum ersten Mal guckt, so ein bisschen leicht hölzern an manchen Stellen. Das liegt aber auch daran, dass der erste Film war, wo Schauspieler fast ausschließlich in einem leeren Studio gestanden haben mit so ein, zwei kleinen Props. Und sowas und dann zu etwas schauspielen mussten, was sie nicht verstanden haben. Das ist nämlich etwas, was ich noch kurz erzählen möchte zum ersten Tron-Film. Als er damals rauskam, war das ein Film, der kam im Grunde zu früh raus, der war es in der Zeit voraus, weil zu der Zeit hatte noch niemand einen Heimcomputer oder sowas. Also Computer waren damals noch wie so ein magisches Ding, das nur große Firmen haben, so riesige Kästen, die irgendwo rumstehen und irgendwas berechnen und sowas. Deswegen hat keiner es verstanden. Und heute erst, viele Jahre später, so 20 Jahre nachdem der Film rausgekommen war, haben viele Leute erst gemerkt, dass es irgendwie unglaublich intelligent der Film eigentlich ist, weil all die Computerthemen, die im Film gezeigt werden, sind realistisch und gibt es wirklich. Das ist nichts, was extra für den Abenteuerfilm erfunden wurde oder sowas, sondern was wir in dem Film sehen, sind halt die Prozesse, wahren Prozesse eines Computers, wenn man sie quasi als Programm, als menschliche Person sehen könnte. Und für mich ist so Sci-Fi, Fantasy genau das Richtige. Und deswegen finde ich das Spiel richtig super. Genau, gucken wir erstmal, was hier so ist. Genau, mein Snake Plissken-Profil habe ich schon mal erstellt. Die Option auf volles Rohr gestellt, alles super. Mehr gibt es eigentlich auch gar nicht. Soundtracks, die man hört, sehr stark angelehnt an den originalen Film, so diese Mischung aus Orchestral und Synth. Soundeffekte ebenfalls, also fangen wir doch einfach mal an. Ich spiele auf normal, weil das reicht. Das Spiel ist schon recht herausfordernd. Und los geht's. Bitte, ich muss zurück zu meinem Routing. Ich bin in diesem Zyklus schon etliche Aufgaben im Rückstand. Du hast Privilegien, die ich benötige. Ich bin doch bloß ein E-Mail-Skript. Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was aus dir wird. Erzähl schon, welche Funktion hast du? Ich diene Thorn, meinem Master-User. Jet, würde es deinem Vater was ausmachen, wenn ich von seinem Popcorn? Hä? Oh, na klar. Nimm so viel du willst. Ja, bitte?
Ich bin erstaunt, dass du den lukrativen Programmiererjob abgelehnt hast. Dad, ich weiß, du bist enttäuscht. Und ob ich enttäuscht bin? Ich musste eine Menge Beziehungen spielen lassen. Ich liebe nun mal meine Spiele, Dad. Das Leben ist kurz. Ich will's genießen. Du redest wie Flynn. Bleib mal dran, Junge. Mathria, Sicherheitsdiagnose durchführen. Ja, 1-1. Ergebnisse? Ein Virus ist über eine E-Mail ins System eingedrungen. Netzlaufwerke 1, 2 und 4 infiziert. Jet, wir sprechen später nochmal darüber. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Was soll das? Dad? Nehmen Sie Ihre Finger weg. Dad, hörst du mich? Masria, wo ist mein Vater? Alan 2, benötige dringend Unterstützung. Was soll das heißen? Sicherheitsprotokoll aktiviert. Laseraktivität in 5 Sekunden. Masria, hör auf damit. Schutzbrille aufsetzen. Digitalisierungsumfeld räumen. Rhea, was hast du getan? Du bist also ein User. Faszinierend. Und nach diesem ultra geilen und sehr kreativen Intro befinden wir uns schon in der digitalen Welt. Weil ich noch sagen wollte, das Spiel ist von 2003 und war eins der ersten Spiele ever, die Motion Capturing eingesetzt haben. Das andere Spiel, was im selben Jahr rausgekommen ist, was auch gemacht hat, war Max Payne 2. In Max Payne haben sie allerdings das Motion Capturing nur für die Zwischensequenzen benutzt, mit richtigen Schauspielern und nicht in-game. Hier haben sie es in beiden Fällen gemacht, also hier sind auch die In-game-Animationen, das wird man später auch sehr gut sehen, sind auch als Motion Capturing so die Grundanimationen so durchgeführt worden. So, also so sehr revolutionär für die Zeit, genauso wie der Film auch revolutionär für seine Zeit war. Und genau wie der Film ist auch dieses Spiel sehr übersehen. Was auch ein bisschen daran liegt, was mir gerade auffällt, dass aufgefallen ist beim Intro, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, dass es sehr, sehr stark davon profitiert, dass man das Spiel wirklich dass man den Film wirklich gesehen haben muss. Also ich glaube, ohne Vorwissen ist man hier vollkommen verloren und deswegen kennen das wahrscheinlich auch nicht so viele. So, jetzt fangen wir auch mal an, ne? Also, da unten steht auch schon, wähle mit Hilfe der Zahlentasten, Grundlagenausbildung fortsetzen oder Grundlagenausbildung überspringen. Ich kenne die Grundlagen. Laufen, springen. Oh mein Gott, Screenshots werden gerade gespeichert, wenn ich Leertaste drücke. Das ist weird. Weil ich das gerade über Steam starte. Mal gleich mal schauen. Maus ist recht schnell, aber ich habe die schon mal ein bisschen voreingestellt. Also drücke ich auf 2 und wir überspringen die Grundlagen. Folge mir! Und keine Sorge, viele Fragen und Sachen werden noch geklärt.
Und das, was ich schon mal ziemlich geil finde, ist das Design. Das sieht ja wirklich exakt so aus wie im Film. Das ist ja unglaublich. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe gerade irgendwie so krass und dreckige Gefühle. Trete einfach in den Datenstrom, wenn du dich zur Gefechtstrainingsarena transportieren lassen willst. Genau. Bevor ich das mache, gucke ich aber kurz auf Steam, warum mir jetzt hier immer so Screenshots eingetragen werden. Da im Spiel Screenshot-Tastenkombination. Ja. Okay. Es wird mir das wenigstens nicht angezeigt, wenn ich Screenshots mache. Wobei es ein bisschen doof ist, weil wenn ich jetzt. Alles läuft sehr flüssig und wenn ich springe, hängt das so ein bisschen. Das ist doof. Kann ich es nicht ausschalten? Ah, non. Okay, jetzt sind scheinbar keine gemacht. Okay, dann gehen wir mal in den Datenstrom. Und machen wir das Gefechtstraining. Das soll ich nicht extra machen, um das ziemlich geile Kampfsystem zu zeigen. Johnson Bruno ist nämlich kein gewöhnlicher First-Person-Shooter. Um den Diskus aufzunehmen, stellst du dich vor ihn und drückst die Action-Taste. Die Action-Taste ist F. Kampfausbildung fortsetzen, ja. Gut. Doch bevor wir loslegen, solltest du noch kurz deine Patch-Routinen dazu benutzen, um deine Gesundheit und Energie vollständig wieder aufzuladen. Genau, hier kann ich meine Gesundheit downloaden. Aktiviere das Hilfsprogramm, wenn du mit dem Gefechtstraining beginnen willst. Und hier drüben ist Energie. Die downloaden wir auch. Und das ist alles sehr wichtig. Also das Computerthema, aus was im Originalfilm schon angefangen hat, wird hier perfekt weitergeführt. Das ist unglaublich. Das Interface und alles ist doch ziemlich nice. Wahrscheinlich sehr klein gerade, weil ich das auf voller Auflösung spiele. Wenn ich zum Beispiel Tab gedrückt halte, kann ich zum Beispiel sehen, was meine Aufgaben sind. Und ist das nur dann. Erzähl mir, genau, da steht immer, was ich sage. Erzähl mir, wie man mit dem Diskus umgeht. Es ist allgemein üblich, den Spielfortschritt zu speichern, bevor man sich in Gefechtssituationen stürzt. Update-Notiz, drücke F5. Geh in den Gefechtsring, wenn du soweit bist. Endkommzeit, keine Überstunden und unbezahlte Arbeit. Sehr gut. Ist auch immer cool, auch es sind immer so schöne Details eingeblendet und sowas, wenn ich diesen Computer... Um den Diskus zu werfen, musst du die linke Maustaste anklicken und dann loslassen. Genau. Mit der rechten Maustaste kannst du ihn wieder zurückrufen. Der Diskus lässt sich aber auch während des Fluges steuern. Klicke einfach mit der linken Maustaste und halte die Taste danach gedrückt. Die Mausbewegungen beeinflussen die Richtung, in die der Diskus fliegt. Genau, die rechte Maustaste kann ich nicht. Wenn du den Diskus im Nahkampf einsetzen, dann drücke die linke Maustaste und halte die Steuerungstaste gedrückt. Um einen heranfliegenden gegnerischen Diskus abzuwehren, genügt ein Klick mit der rechten Maustaste. Trainiere den Umgang mit dem Diskus und kämpfe gegen dieses Trainingsprogramm. Es kommt ein Trainingsprogramm. Ich bin darauf schon vorbereitet. Also, Headshot. Wird ein Programm gelöscht, bleiben lediglich ein paar Kerntrümmer mit Restbeständen an Energie, Gesundheit und häufig auch Genehmigungen und Subroutinen zurück. Genau, jetzt habt ihr es vielleicht schon gesehen. Wenn du weiter trainieren willst, aktiviere den Schalter und starte ein weiteres Gefechtstrainingsprogramm. Betrete den Datenstrom, wenn du fertig bist. Genau, um das noch ein bisschen mehr zu demonstrieren, werde ich jetzt noch mehr trainieren. Das habt ihr gerade gesehen, unten links hoffentlich, wenn ich dann die entsprechende Taste drückt, die 1 zum Beispiel, dann kann ich das downloaden, darf mich während des Downloads aber nicht zu weit davon entfernen. Jetzt habe ich eine Genehmigung gedownloadet, die sieht man, ich stecke das mal weg, die sieht man unten, der Kreis zwischen meiner Gesundheit und meiner Energie und diese drei Felder, die da hellblau leuchten, das sind die Genehmigungen, die ich aufgenommen habe, die wir später brauchen, um Sachen freizuschalten. Weil ihr seht, wenn ich hier etwas benutze, dann seht ihr denselben Kreis neben meinem Icon. Und wenn da bestimmte dieser Felder leuchten, muss ich genau diese Felder auch unten haben, um das öffnen zu können. Ich erkläre das lieber alles mal. Genau. Zack. Was ich kurz zeigen wollte, ist, dass Blocken in dem Spiel eine Kunst ist. Und zwar muss man blocken, wenn er schon ausholt, weil das Diskus so schnell fliegt, dass man, wenn man es genau in dem Moment macht, wo es aufkommt, ist man zu langsam. Ich zeig das nochmal, damit ihr versteht, was hier die Schwierigkeit ist. Zack!
Und das kommt auch noch an, wo ich ihn treffe. Er hat so ein rotes Schild um sich rum zum Beispiel. Okay, jetzt ist das abgeprallt an seinen Knien und in sein Gesicht geflogen, also automatisch Headshot. Ich möchte mal gucken, ob ich mit deiner Rüstung so ein bisschen demolieren kann. Okay, nochmal. Tut mir leid, ich bin's gut. Da! Jetzt habe ich einen seiner Schilder zum Beispiel zerstört. Die wie so Hologramme sind. Das sind jetzt noch unsere Grundfähigkeiten bisher. Mehr können wir noch nicht, außer das einfach wegblocken und ähnliches. Aber keine Sorge, wir lernen noch viel dazu und in einem der coolsten Level-Systeme ever. Aber gehen wir doch erstmal weiter. Oh nein, die Korruption hat schon auf diesen Sektor. Mein Gott, ich habe ein Virus entdeckt. Programm illegal geschlossen. Nein. Illegaler Programmabruch, sehr gut, scheiße. Ich habe Byte aus Versehen umgebracht, tut mir leid, ich habe Byte gelöscht. Das geht natürlich nicht mehr ohne Byte, komme nicht weiter. Oh, okay, warte, ich mach mal schnell starten. Oh Mann, tut mir leid, das ist genau in meine Schusslinie geflogen. Okay, wir werden jetzt von Viren angegriffen. Könnt ihr auch den Programmablauf sehen. Achtung, Virus entdeckt. Deren Waffen kann ich nicht abwehren. Zack, genau, wenn der Diskus wieder zurückfliegt. Hat er auch Schaden, deswegen hat er ihn gerade von hinten erwischt. Das ist cool, also Diskus ist einfach eine sehr kunstvolle Shooterwaffe, ist unglaublich, sehe ich das an. Man muss ja auch wirklich beherrschen. Genau, dieses Design ist so geil. Ja, die Viren kann ich nicht, kann ich das nicht abwehren, die haben wie so Schleimbälle, die sich in mich reinfressen. Hier seht ihr, Byte öffnet mit diesem Datensocket, öffnet er diese Tür, oder mehr oder weniger Tür. Wow, wow. Auf die Plattform. Genau, die haben nichts Wichtiges. Okay, auf die Plattform. Das Computerwelt ist auch sehr faszinierend. Genau, Subsektion sowieso wird gescannt. Hier sieht man schon, genau, korrupt. Korrupt. Subsektion nennen sie hier den Virus. Und hier sieht man schon, wie der sich hier die Wände reinfrisst und so was. Da sollte ich lieber nicht reinrennen. So verliere ich Energie. Hier sind Boxen, das ist ein Archivbehälter. So, jetzt kann ich hier mit F drücken. Und da unten seht ihr jetzt, was in dem Archivbehälter drin ist. Und für 5 Energiepunkte, ich habe ja 100 Energiepunkte, kann ich jetzt diese E-Mail downloaden, was recht schnell geht, weil die klein ist. Und hier ist das so ähnlich wie bei Alien Isolation mit den Terminals oder Alan Wake mit den Manuskripten und ähnliches. Das sind jetzt E-Mails aus der realen Welt, die hier durchgesendet werden. Wir können jetzt nur vom Computer von innen darin zugreifen und lesen und haben dadurch mehr Informationen über die Außenwelt und auch über Hintergrundinformationen, was gerade passiert oder was schon passiert ist. Also ähnlich wie in Alan Wake, wie gesagt. An alle Mitarbeiter betrifft Virusalarm von den IT-Heinis. Bedauerlicherweise hat nicht jeder das Update für die neue Virenschutzsoftware installiert. Als Folge davon hat ein unbekannter Virus einige Systeme auf den Laborservern der Gruppe 7 befallen. Wir arbeiten an diesem Problem. Vielen Dank für Ihre Geduld, IT-Department. Wenn man nicht sprechen kann. Genau, vorsichtig müssen wir sein, weil hier gibt es auch so Jumping-Parts und das ist recht schwer, gerade in Ego-Perspektive. Nehmen wir noch eine E-Mail. Betrifft wieder den Virusalarm an alle Mitarbeiter, dieselben Typen. Bis auf Weiteres bitten wir alle Mitarbeiter, keine Dateien auf den zentralen Source Code Server zu spielen oder von dort herunterzuladen. Wir tun unser Bestes, um den Virus zu isolieren, aber er ist so aggressiv, dass es gar nicht so leicht ist. So etwas wie diesen Virus haben wir noch nie zuvor gesehen. Tut uns leid wegen der Umstände, das ist leider nicht zu ändern. Okay, das heißt, wir haben keine andere Wahl, als uns diesem Virus zu stellen und haben ein bisschen Energie jetzt verloren, die sich nicht von selbst heilt. Das müssen wir selber tun, glaube ich.